Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messevorstellung. Ja, heute hat das hier alles ein bisschen einen experimentellen Charakter, und zwar in jeglicher Hinsicht. Also, normalerweise versucht man ja doch ein bisschen die sichere Karte zu spielen und begibt sich nicht leichten Herzens so ins Ungewisse. Aber wie heißt es so schön, wer nichts wagt, kann auch nicht enttäuscht werden. Nee, Spaß beiseite, ist natürlich nicht so, dass man jetzt hier unbedingt zwingend enttäuscht wird, wenn man was anderes macht. Aber es gibt so ein paar Sachen, von denen ich bislang immer die Finger gelassen habe, einer inneren Stimme, einer Eingebung folgend. Und hier habe ich mal gedacht, naja, ja, mit der Eingebung, das ist so eine Sache, da lasse ich mich mal gar nicht beirren. Und so habe ich mal ein Messer bestellt, von dem ich nicht so richtig weiß, was. Und zwar kommt es in dieser riesigen Verpackung, da habe ich schon geahnt, vielleicht habe ich mich da vertan, weiß ich nicht. Die Firma, unter der das Ganze läuft, ist die Firma Fuyumi. Wenn man da ein bisschen guckt, sind die vor allen Dingen wohl für ihre Produktion von Kochmessern, ja, eine Damastausführung bekannt. Ja, und hier haben sie sozusagen mal ein Klappmesser aufgelegt und das können wir uns jetzt zusammen mal anschauen. Also ich habe schon mal reingeschaut, das ist jetzt kein Unboxing par excellence. Ganz so überraschend wollte ich es dann doch nicht machen, weil so fluchen und sich ärgern, ja, kommt quasi State of the Art mit einem, ja, sie nennen es User Manual. Ja, also man hat sozusagen hier nochmal ein paar Stats drauf. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und was so in der Box enthalten ist: Messer, eine Pouch und ein Pflegetuch. Na, ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, nicht schön. Gucken wir mal, was es im Einzelnen gibt. So, da haben wir die Pouch. Das packen wir mal hier rüber. So, die ist recht schmucklos gehalten. Hier hängt noch so ein Faden, das will ich gar nicht kommentieren. Aber möchte dazu sagen, in den Preisregionen, in denen wir uns dann hier bewegen, ist das alles, also meiner Ansicht nach, Zugabe. So, und dann haben wir hier, sorry für das Rascheln, dieses Messer, was mich irgendwie an Civili-Modelle erinnert, mit einem stilisierten F für Fuyumi auf der Achsschraube. Ja, so muss ich es wahrscheinlich eher halten. Genau. Das ist der schlichte Auftritt. Ja, Länge geschlossen 10,4 cm. Geöffnet werden wir bei knapp 18 sein. Ja, und dann die Öffnung. Ja. Zweihandmesser, Nagelhau, hier wird auch einhändig nichts. Keine Sorge. Und ich habe auch den Eindruck, es wird auch beidhändig nicht einfach. Hier war natürlich nur zeitweilig der Versuch von Method Acting vorhanden. Es geht wirklich schwer zu öffnen. Ja, also es ist recht stramm. Und dann hat man ein Messer, was so ein bisschen, ja, die Linie erinnert mich ein bisschen an CRKT Drifter, der Griff so ein bisschen an das von Civili Elementum, aber das sind jetzt bloß so Ersteindrücke von mir. Ja, eine Klinge, 7,25 cm aus wohl VG10 Stahl, zumindest angegeben, völlig unbeschriftet, aber dafür die Klinge leicht beschichtet. Wahrscheinlich so Titanium-Nitrit-Beschichtung, wie man das so von einigen einschlägigen Marken her kennt. Ja, muss man mal schauen, was das mit der Zeit bringt. Wir haben keine Verriegelung, aber wenn das Messer so schwer zufällt, wie es sich öffnen lässt, es ist wirklich, ja, es ist schon stärkerer Widerstand, das muss ich schlicht und einfach so sagen und nicht, weil ich irgendwie Schwäche im rechten Daumen habe. Ja, Klingenstärke 3 mm, das ist auch soweit, ja, wahrscheinlich erwartbar, bekannt. Ja, Klinge ist auch scharf, habe ich vorhin mal ein bisschen durchs Papier geschnitten. Das ist kein Problem, das ist ein bisschen Understatement-Auftritt, würde ich sagen. Ja, also, genau, Griffmaterial, ganz klassisch. Schwarzes G10. Verarbeitung, soweit ich das hier sehen kann, ist die gut. Ich würde jetzt nicht, ich habe jetzt nichts, wo ich direkt sagen würde, grober Schnitzer, zurück an die Werkbank. Aber ich würde vielleicht doch schon sagen, im Bereich der Öffnung sieht man dann hier natürlich, also gesetzt im Fall, ich habe mich hier bei der Recherche nicht völlig vertan,
wenn jemand sonst eher mit feststehenden, mit der Fabrikation von feststehenden Messern beschäftigt ist, hat er dort eindeutig seine Stärken. Klappmesser sind eigentlich nochmal ein eigenes Feld. Na, das sind nicht die ersten, wo ich das vielleicht so einschätzen würde. Weit aus dem Fenster gelehnt, habe auch noch kein Messer produziert, aber nun ja, man muss ja nicht alle Fehler selber machen, also auch als Hersteller. Kann auch schauen, wie andere das tun. Ja. Der Clip ist nicht Deep Carry, aber ja, eine solide Geschichte. Da hat man sich jetzt wenig Neues getraut, sage ich jetzt mal, wie einiges eben auch so Anleihen sind. Ja, mit dem Gewicht liegen wir deutlich über 100 Gramm und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Liner sind nämlich nicht aufgebohrt. Also man hat nichts unternommen, das kann man wirklich sagen, nichts unternommen, um hier Gewicht einzusparen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis drauf, dass man sich der, ja, der Bedeutung, also wollen wir das Ganze mal nicht über Gebühr aufwerten, aber dass man sich des Stellenwerts des Tragegewichts dann hier nicht so ganz bewusst ist oder man das bewusst in Kauf genommen hat. Aber ich glaube, das ist hier eher auch ein Wahrnehmungsproblem seitens der Entwicklung, der Produktentwickler, um es mal Ross und Reiter zu nennen, dass es da so einen blinden Fleck in der Form gegeben hat. Wie gesagt, das andere ist eben das Spiel. Die Achsschraube ist hier, zeigt auch noch ein bisschen Öl. Ich glaube, ohne das geht wahrscheinlich hier gar nichts. Man hat einen Stopp bei 90 Grad, das wollte ich eigentlich noch sagen, genau. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Öl raus, hatte ich schon mal. Ja, mal gucken, was das hier so im Ganzen ist. Aber ich dachte jetzt einfach mal aus Lust an der Freude, man ruiniert sich da auch nicht, wenn man das kauft. Das ist jetzt hier kein ganz günstiges Modell, aber es ist auch nicht so, dass man da sofort im Schuldenturm landet, wenn man da mal daneben haut. Ja, also wie gesagt, wir haben einen Clip. Wir haben allerdings keine Vorrichtung für ein Lanyard. Kein Lanyard-Hole, weit und breit. Und es ist eben durch diese massiven Liner, ja, man merkt schon, dass man da was in der Hand hat. Ja, was man in der Hand hat, das vielleicht nicht so sehr, aber ja. Ja, Fuyuni Klappmesser nenne ich das jetzt mal. Zum eigenen Namen oder einer direkten Nummer, da habe ich jetzt nichts so richtig gefunden. Aber das kann man schon mal machen. Na, das gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Man ist da nicht auf so eine Sache hier festgelegt. Das Modell gibt es auch mit Buttonlock, habe ich gesehen. Aber ich war dann hier eher so für diese Slipjoint-Variante zu haben und wollte mal schauen, wie sich das so ergibt. Weil Buttonlock-Messer sind, da besteht ja momentan wirklich kein Mangel auf dem Markt. Ja, das Fuyuni Klappmesser. Ja, wird die Zeit zeigen, ob und wie sich das hier verhält. Ja, das wollte ich einfach mal vor die Kamera halten. Das soll es schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann bis zum nächsten Messer.